schönen guten Tag. Spreche mit Herrn Hitzler. Ja, hier ist der Holger Hitzler. Hallo, Herr Hitzler. Ich rufe an wegen der kostenlosen Pflegehilfsprodukte. Wir haben die Information, dass Sie einen Pflegefall in der Familie haben. Ist das so richtig? Mein Großvater. Ihr Großvater. Herr Hitzler, wir von der informieren darüber, dass ab Pflegegrad 1 die Pflegeperson einen Anspruch auf diese kostenlosen Mittel hat, wie zum Beispiel Bettschutzeinlagen, Desinfektionsmittel. Nutzen Sie denn das bereits? Keine Ahnung. Okay. Wer versorgt denn Ihren Großvater? Machen Sie das oder haben Sie... Unser Betreuer. Der Betreuer. Kann ich mit dem denn mal sprechen oder... Der ist gerade mit ihm unter der Dusche. Soll ich den holen? Das wäre toll. Ja, einen Moment bitte. Danke. Ich habe keine Ahnung. Handschuhe. Ja, hallo. Schönen guten Morgen, wie vom Morgen. Sie sind die Betreuungsperson für den Großvater, habe ich gerade gehört. Wir von der Firma und für den anderen auch, für den Holger, mit dem Sie gerade gesprochen haben. Was hat er angestellt? Super. Nein, gar nicht. Oh, Gott sei Dank. Ich rufe. Da kann ich ja heute doch mal ein Kreuz am Kalender machen. Ich rufe von der Firma an. Wir arbeiten mit den Pflegekassen zusammen und informieren darüber, dass ja ein Anspruch auf diese kostenlosen Mittel, wie zum Beispiel Desinfektionsmittel, Bettschutzeinlagen besteht. Das ist unsere Frage, ob die beiden schon damit versorgt werden oder wie das so läuft. Naja, also Einlagen brauchen die beiden. Das klappt zum Glück. Ja, aber Hand- und Flächendesinfektionsmittel, die ja für den Haushalt eigentlich immer gebraucht werden oder einmal Handschuhe, werden die beiden damit versorgt? Versorgt halt, dass man das kauft, weil sauber machen muss man ja, nicht wahr? Ja, richtig. Ja. Also das ist, die Pflegekassen haben ja im letzten Jahr ein Gesetz erlassen, womit jede Pflegeperson ab Pflegegrad 1 damit kostenlos versorgt werden sollen. Wir von der Cura Blue, wie gesagt, arbeiten mit den Pflegekassen zusammen und versorgen die Patienten damit auch einmal im Monat kostenlos. Die verschenken das? Das wird über die Pflegekasse abgerechnet, ja. Oh, das ist ja also toll. Der Opa, der ist ein Pflegefall. Und ich meine, der Holger, der hat halt einfach nur einen Jagdschein. Ich weiß nicht, ob das auch zählt. Ein Pflegegrad muss schon bestehen. Naja, also sag mal, wenn wir mal unter uns, am besten das Essen noch vorkauen. Aber sag mal, der hat halt einen... Also ich sag mal so, manchmal würde ich gern die Dachschadenversicherung anrufen, aber die kann mir da nicht helfen. Also ich weiß nicht, ob das als Pflegegrad zählt. Der hat halt einen Dachschaden. Aber der Opa hat einen Pflegegrad? Ja, ich meine schon. Ja, super. Also vielleicht können Sie mir da ja weiterhelfen. Ich würde Ihnen sehr gerne, wenn Sie mögen, einen Antrag mal ganz unverbindlich erst einmal zusenden. Da würden Sie diesen Antrag mitsamt der gesamten Informationsmaterialien zugeschickt bekommen. Und dafür brauche ich aber ein paar Informationen. Ja. Sind Sie denn befähigt, mir das rauszugeben? Weiß ich nicht. Darf ich das denn? Ja, also wenn Herr Hitzler sagt ja, dann dürfen Sie. Ich glaube, der wird zu allem ja sagen, wenn ich ihn lieb bitte und ihm Gummibärchen gebe. Also wenn Sie jetzt nicht die Kontonummer wissen wollen, dann kriegen wir das, denke ich, hin. Ja, weil da also rufen auch immer so komische Leute an. Kennen Sie das? Nein. Da rief erst vorhin wieder einer an, sagt, Sie haben eine Reise gewonnen, aber damit Sie die Reise antreten können, müssen Sie noch eine Zeitung abonnieren. Da habe ich gesagt, sag mal, für wie blöd hältst du mich eigentlich? Da bin ich froh, dass ich selber ans Telefon gegangen bin. Ja, das glaube ich Ihnen. Das glaube ich auf Anhieb. Ich bräuchte jetzt mal den Vornamen und den Nachnamen. Also Hitzler, denke ich mal, ist auch der Nachname des Großvaters? Ja. Ja, und der Vorname wäre? Hans. Hans. So. Also, und welchen Pflegegrad, wissen Sie das, welchen er hat? 1, 2, 3, 4? Ich meine, das wäre 3 gewesen. Okay, super. Dann
haben wir ja verschiedene Pflegeboxen. In unseren Pflegeboxen sind grundsätzlich Hand- und Flächendesinfektionsmittel vorhanden und auch einmal Handschuhe. In welcher Handschuhgröße würde denn gebraucht werden bei Ihnen? Klein, mittel, groß? Aber was Kleines, ich habe Hände wie so ein Eichhörnchen. Na, Sie sind ja aber ein ganz lustiger, ne? Ja, Sie aber auch. Sie lachen ja immerhin mit. Ja, sensationell. So, der Herr Hitzler, Sie sagen, Sie duschen ihn. Brauchen Sie denn zum Beispiel Schutzschürzen? Die sind nämlich von der Pflegekasse auch. Schutzschilder? Schutzschürzen. Was ist das? Wäre das also etwas, was Sie sich überlegen können, wenn Sie Herrn Hitzler duschen, damit Sie nicht nass werden. Wäre das interessant oder eher nicht? Achso, ich habe mich sonst einfach auch immer mit ausgezogen, weil nass werde ich sowieso. Das möchte ich jetzt nicht im Detail hören. Ja, es ist einfach so. Weil ich sag mal, das muss ja einer machen. Da dachte ich ja, was mache ich denn jetzt? Sag, ich kann mich jedes Mal umziehen oder ich schlüpfe einfach auch in die Badehose und die Taucherbrille und mach halt mit. Das spart ja auch Wasser. Dann ist ja alles gut. Okay, also dann haben wir Hand- und Flächendesinfektionsmittel sowie einmal Handschuhe in Größe S. Haben Sie nicht kleiner? Nee, nur in, also S ist schon die kleinste Größe. Toll. Okay, dann brauche ich zum Abgleich für die Pflegekasse die Versichertennummer, die steht auf der Krankenkassenkarte und das Geburtsdatum. Von wem jetzt? Von Herrn Hans Hitzler. Ach ja, das ist 1. April 47. Okay. Und wo der seine Karte, da muss ich ihn fragen, der steht noch unter der Dusche. Einen Moment bitte. Ja, kein Problem. Hans, wo hast du denn deine Versichertenkarte? Wie lange willst du mich denn hier noch stehen lassen? Sag mal, das wird kalt. Ja, ich drehe dir das Wasser ein bisschen wärmer. Aber wo hast du denn deine Karte, sag mal? Was denn für eine Karte? Ja, deine Versichertenkarte. Ja, die ist da in der Schublade drin, da wird die von Großmutter die Tagebücher liegen. In Ordnung, ich guck mal an. Hallo? Ja? Ja, ich nehme Sie mal kurz mit. Sie sind ja eine richtig fröhliche Natur. Sie aber auch. Also Herr Hitzler kann sich ja nur glücklich schätzen, dass Sie da die Betreuung sind. Das ist ja sensationell. Ach, danke, ich nehme das als Kompliment. Absolut, absolut, so ist es auch gemeint. Das ist toll. Ach, guck mal, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Also das ist die AOK Saarland. Ja, und die Versichertennummer fängt mit einem großen Buchstaben an. Ach, stopp mal, das ist die Karte von der Oma, die lebt schon gar nicht mehr. Die wollte ich ja gar nicht haben. Warten Sie mal. Oh, das ist ja so unübersichtlich hier. Kriegstagebuch, nee, das wollte ich jetzt auch nicht haben. Oh, wenn man hier mal was sucht, kennen Sie das? Wenn man bei anderen Leuten in den Sachen rumwühlt und nichts findet. Ja, das kann mitunter schwierig werden. Ist bei Ihnen eine Party, da sind so viele Leute im Hintergrund. Das sind meine Kollegen, die auch am Arbeiten sind. Sagen Sie mal, am Filmlager 81 in Berlin, das stimmt, ne? Ja. Das ist die richtige Adresse, genau. Okay, dann haben wir das schon mal abgeglichen. Ich habe mich gefreut, dass wir da hingezogen sind, aber da lagern gar keine Filme. Ach, schade. Ich dachte, das ist vielleicht so eine große Videothek. Ja, das wäre doch was, oder? War aber nicht so. Ich meine, vielleicht sind die auch alle pleite gegangen, weil die Leute sich das immer im Internet runterladen. Ja, ich glaube, das ist mittlerweile tatsächlich ein Problem geworden. Ich finde das nicht. Reisepass von der DDR noch. Den hätte ich ja auch nicht aufgehoben. Die Genossen. Oh, wo ist denn das, meine Güte? Sagen Sie, wollen wir sonst so verbleiben, bevor Herr Hitzler da jetzt irgendwie einfriert unter der Dusche? Nee, der friert nicht ein. Ich habe das Wasser wärmer gedreht. Ah, wunderbar. Okay. Ich meine, der kann ja ruhig mal ein bisschen bleiben. Da habe ich auch mal eine Minute. Ja, was wollten Sie denn vorschlagen? Sonst würde ich Sie in einer Stunde sonst nochmal anrufen. Weiß nicht, ob ich die bis dahin gefunden habe. Vielleicht kann Herr Hitzler Ihnen dann ja behilflich sein, wenn er aus der Dusche raus ist. Das ist schwierig, der sieht nichts mehr. Ach so, okay. Seit er seine Brille verloren hat, die haben wir nicht wiedergefunden. Ach ja, das ist ja übel. Er verlegt halt auch immer Sachen. Aha, okay.
zum Beispiel seine von der Pflege oder von der Krankenversicherung? Von der Krankenkasse. Also wenn Sie irgendwie Schriftverkehr von der Kasse haben oder so, da steht diese Nummer eigentlich auch immer drauf. Da müsste ich mal, ich will ja gerne in fremder Leute Sachen rum. Vielleicht ist hier noch was. Och nee, schon wieder. Vielen Dank für die Teilnahme am Gewinnspiel. Dem Scheiß muss ich jetzt auch wieder kündigen für ihn. Das gibt's doch alles nicht. Oh, ich freue mich schon, wenn ich groß bin und meine eigene Wohnung habe. Das ist schrecklich mit den Erwachsenen. Ja, ja. Oh Mann, ist das ein Chaos hier. Kennen Sie das Lied, wenn ich groß bin, mache ich es anders? Das denke ich jeden Tag. Das ist es auch nicht. Aber gute Bücher habe ich hier gefunden. Ja, das ist doch schon mal was. Oh, total toll. Abenteuer am Strand. Mhm. Ah. Ich bin verzweifelt. Ich finde hier alle, der hat von jedem Supermarkt die Kundenkarte, aber ich weiß nicht, wo die Krankenkasse. Ich frage ihn nochmal. Mhm. Opa, wo ist denn deine Karte? Da finde ich nur die von Großmama. Nimmst du mich jetzt mal raus hier? Jetzt wirst du dich ja wohl noch einen Moment gedulden können. Ich organisiere uns gerade ganz tolle Sachen. Hast du auch das Gewinnspiel angemeldet? Nee, das werde ich abmelden. Das ist eine Kostenfalle, da kriegst du nichts. Aber der hat mir das versprochen. Ja, Menschen versprechen viel, wenn sie Geld haben wollen. Wo ist die Karte jetzt, du Töffi? Ja, Entschuldigung, Pflegestufe 1 hat sie. 1. Genau, okay, super, danke dir. Ja, die von der Oma, ich brauche deine von Hans Hitzler. Hat keine Ahnung, musst du gucken. Kann ja nicht gucken. Oh, der ist auch keine Hilfe. Ja, wissen Sie was, ich rufe Sie einfach später nochmal an, so gegen 1:30. Vielleicht haben Sie ja bis dahin irgendwie die Möglichkeit gehabt, weil es wäre ja schade drum, wenn Sie diese Sachen nicht bekämen. Ja, ich suche mir den, er war mal im Bergbau früher, ich suche seinen alten Helm, da ist so eine Lampe dran und dann mache ich mich auf die Suche in diesem Chaos hier. Also wie gesagt, ich melde mich so gegen 1:30 nochmal in der Hoffnung, dass Sie die Karte bis dahin gefunden haben, weil ohne diese Nummer kriege ich diesen Antrag nicht rausgeschickt. Ja. Und ja, dann lachen wir nachher nochmal eine Runde gemeinsam. Und für den Holger können wir das dann nicht machen mit dem Jagdschein? Nee, der braucht einen Pflegegrad, eindeutig. Okay. Ich weiß nicht, zählt das nicht irgendwie dazu, weil das ist ja, da ist man ja eigentlich sozusagen entmündigt. Nee, also ein Pflegegrad muss einfach bestehen. Und also wie gesagt, das ist ab Pflegegrad 1 haben die Kassen das erlassen, dass dann diese Versorgung damit stattfindet, aber vorher leider nicht. Also wenn jetzt zum Beispiel irgendwie da so ein Behindertenausweis besteht oder sowas, ist man dafür dann leider nicht berechtigt. Das ist traurig, weil der macht viel mehr kaputt als der Opa. Ja, okay. Aber was soll man machen? Man steckt da ja nicht drin, also zumindest nicht immer. Nee, das stimmt. Ich melde mich um 1:30 nochmal. Okay, ja, so verbleiben? Ja, so können wir das machen. Super, bis nachher, Bis nachher, tschüss. Tschüss. Hallo, hier ist der Holger Hitzler. Hallo, Herr Hitzler, die Firma Kurmal. Hallo. Ich habe mit dem Betreuer vorhin gesprochen, ob ich bitte den nochmal sprechen darf? Ich habe Sie nicht verstanden. Der Telefon ist bitte? Nicht in Ordnung. Hallo, hören Sie mich? Ja, hallo. Hier ist der Holger Hitzler. Hören Sie mich? Ja. 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 Ich habe Firma Cura Blue. Ich habe vorhin mit dem Betreuer gesprochen. Darf ich den bitte nochmal sprechen? Mit wem bitte? Mit dem Betreuer. Mit welchem? Der vorhin Ihren Großvater geduscht hat. Nee, einen Moment bitte. Opa, die Frau möchte dich sprechen. Was bitte? Die Frau möchte dich sprechen. Hallo, Hitzler. Schönen guten Tag, Herr Hitzler. Ja. Ich habe vorhin mit Ihrem Betreuer gesprochen. Es geht um die kostenlosen Pflegehilfsprodukte. Wie bitte? Es geht um die kostenlosen Hilfsprodukte. Können Sie ein bisschen langsamer sprechen? Ja, ist Ihr Betreuer da, mit dem ich vorhin gesprochen habe? Holger, wer ist da am Telefon? Ich kann das nicht verstehen. Hallo.
Herr Hitzler, ja? Kann ich den, der Betreuer, ist der noch da, der vorhin den Großvater geduscht hat? Die Dusche, ja. Oh. Hallo. Können Sie mich jetzt hören? Ich höre Sie. Kann ich den Betreuer sprechen? Ja, hier ist Hitzler. Wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Ich brauche Ihren Betreuer oder Ihre Versicherungsnummer. Wie bitte? Ich brauche Ihre Versicherungsnummer. Ich habe vorhin mit dem Betreuer gesprochen. Florian oder wie hieß der? Ich weiß jetzt nicht, wen Sie meinen. Es war doch jemand da und hat Sie geduscht. Ja, der Dorian. Ja, der Dorian. Kann ich den mal sprechen? Ja, der ist gerade Pizza holen. Okay. Was brauchen Sie denn von denen? Weil der darf ja noch keine Geschäfte an Telefon machen. Ach so. Ich brauche von Ihnen die Versichertennummer. Auf Ihrer Krankenkassenkarte steht die. Von Ihnen? Ja, soll ich da mal gucken? Ja. Ich glaube, die ist in der Schublade drinnen. Mhm. Ja, soll der da mal gucken, ja? Ja. Holger, kannst du mal immer mit? Geh da mal bitte gucken. Und was soll ich denn gucken? Ja, die Karte. Hallo. Herr Hitzler, ich brauche die Nummer Ihres Großvaters, die Versichertennummer von der Krankenkassenkarte. Wir gehen gucken. Ja. Mhm. Meine Mutter hat mir verboten, mit Fremden zu reden. Mhm. Ja, aber Sie sind sehr freundlich. Prima. Ja, und die AOK, ja, oder BKK. Ich weiß nicht, welche Versicherte oder unter welcher Versicherung läuft denn Herr Hans Hitzler? Hans Hitzler ist sein voller Name. Er hat keinen zweiten Namen. Und welche Versicherung ist das? Für ihn. Die bezahlen, wenn er ins Krankenhaus muss. Dann müssen wir das nicht selber bezahlen. Ja. Ich brauche einmal die Versichertennummer, bitte. Ja. Ich muss gucken. Hallo? Hallo? Der hat Sie jetzt wieder hergebracht. Ist das denn jetzt soweit alles in Ordnung? Nein, er muss die Karte erstmal suchen. Ja, und weswegen hatten Sie jetzt angerufen? Wegen der kostenlosen Produkte, die Ihnen ja geliefert werden sollen. Desinfektionsmittel und so weiter. Wer ist infiziert? Niemand ist infiziert. Sie sollen Produkte bekommen für Desinfektionsmittel und so. Ja, muss ich das noch... Holger, hast du das gefunden? Nein. Ja, dann musst du mal suchen. Das ist nicht in der Schublade gewesen. Ja, da habe ich das aber ja hingetan, vor vielen Monden. Das ist ja... Wo hat der Dorian das denn hingetan? Sie haben ja vorhin schon mit denen gesprochen. Weiß jetzt nicht, wo der die hingelegt hat. Der hat sie ja nicht gefunden, deswegen sollte ich ja nochmal anrufen. Also kommen wir dem Problem ja schon mal näher, nicht wahr? Können Sie denn da bei sich in den Computer gucken? Nee, ich brauche die Nummer von Ihnen. Ja, also vielleicht, wenn Sie nach den Namen gucken. Nee, ich habe die Nummer hier nicht. Ich brauche Ihre Nummer. Ja, das ist ja im Prinzip 030. Nee, das ist ja die Telefonnummer. Ich brauche die Versichertennummer von der Krankenkassenkarte. Sie haben doch gerade gesagt, Sie brauchen meine Nummer. Nicht die Telefonnummer, die Versichertennummer, Herr Hitzler. Ja, wo soll ich die denn jetzt hernehmen? Die nicht die steht im auf Kopf. Ihrer die steht auf Ihrer Versicherungskarte. Ja, aber wo Hitzler, hat der Dorian die denn hingetan? Sie haben doch mit dem gesprochen. Der hat sie ja nicht gefunden. Sollen wir sie nochmal anrufen, Herr Hitzler? Wie bitte? Sollen wir Sie nochmal anrufen? Es muss ja getan werden, oder nicht? Genau, genau. Ja, sollen wir das denn so machen? Dann melden wir uns später nochmal, Herr Hitzler, okay? Ja, ich schreibe denen eine Notiz. Weswegen hatten Sie angerufen? Wegen der Pflegehilfsprodukte. Herr Hitzler, wir melden uns morgen nochmal. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ja, danke gleichfalls. Auf Wiederhören.